Wen habe ich jetzt oben? Irelia. Ein Conqueror. Okay, ich liebe hier die defensive Rude. Und ich mache jetzt übrigens meine perfekte KDA auf Sion kaputt. Ich habe mich Sion einmal bis jetzt im Rank gespielt und da habe ich 0-0-15 gespielt. Wow, okay. Okay, gegen den Amumu. Oh. Okay, bis jetzt kriege ich die hier ganz gut unter Kontrolle. Ach nö, was ist das denn für ein Animationsbug? Bam. Ach komm schon. Hätte ich dich doch teleporten sollen. Naja. Na, wobei, nee, sie oder pusht sie noch rein? Na, ich bin genau rechtzeitig da. Oh! Ja, wie sieht's denn aus, lieber? Wo war Malt? Ach ja, wo worden? Oh nein, schlechtes Timing. Ach man, shit. Ich sehe es irgendwie nie, dass du hier gewinnst, den Trade. Ich muss tatsächlich sagen, Dion ist einer, finde ich, der wenigen guten Counter gegen den gegen eine Irelia. Oh nö, wenn man nicht treffen würde, ja, dann schon. Lol. Die war doch weg, woran ist die gestorben? Ein Mini-Nakro? Ich wusste gar nicht, dass Sion Counter, ich mag ja nur Sion spielen. Ja, normalerweise wirklich dort drauf und mit der Silence Wall. Eventuell habe ich gerade geintet. Ja, ich habe geintet. Ich bin dumm. Ich habe geintet, ich hätte einfach rausgehen sollen. Kari, raidet mich! Hallihallo, liebe Leute! Hier ist gerade voll Konzentrationsmodus, weil wir hier Ranked spielen. Ihr Lieben! Die Crazy Crews am Start! Boom! Winke, winke! Du musst los im Kindergarten, alles klar. Ah, ich würde sie eigentlich schon gerne töten. Achtung, Amumu hinter dir! Oh. Das ist uncool, ich habe doch keinen Mana für irgendwas. Ich denke, das wird er gesehen haben. Und ich bin gerade am Raptorencamp, das ist halt. Das hat er wohl gesehen, ja. Muss ich mal so sagen. Der Malta hat übel viel Probleme mit dem. Was ist denn das? Der kennt seine eigene. Der kennt seine Combo nicht. Der hat sein E nicht gemacht, bevor er gedingenst hat. Das war stumpf. Ja. Der hat seine eh nicht gemacht, bevor er ultet, zum Beispiel. Ja. Der, ich glaube, er hatte sie leider auf Cooldown oder so. Ja, aber dann fightet man doch nicht. Ja. Ja, auch wenn der Akali einen engaged, versucht man halt eher zu disengagen, ne? Jürgen? Oh, ich sollte vielleicht doch mal langsam Base gehen. Ich hab sie umgeultet. Emily. Das ist stumpf, ey. Er geht meinen Blue Buff gucken. Soll ich dann. Ja, aber der ist ja nicht ab. Noch nicht. Aber bis dahin bin ich da auch.
verprügel oben wieder Irelia. Ja. In der Zeit. Hallo! Ja, guck mal, ist Namu bei mir. Ich hab eine Akali gefunden. Was willst du von mir, Momo? Momo ist unten und das ist in der Mitte, okay. Nee, Akali ist unten. Oh oh. Welcher spielst du? Dead. Ins Gesicht geultet. Da hat sie leider ihre Ult gefailt. Sollte man zu euch kommen, hä? Ja. Aber da ist keine Ward, wo ich mitkommen könnte, da unten. Man ist eh tot. Doch, da ist eine Ward. Na, verdammt. Schade. Macht na Mumu hier. Ist der irre? Amumus neigen zur Selbstüberheblichkeit und so. Ja. Wollen wir Herald machen? Können wir machen, bin auf dem Weg. Malzahar, was machst denn du da? Warum feedest du so? Ich kann kein Herald mehr machen. Weil ich tot bin. Oh nein. Muss ich den Herald abbrechen? Bringt so nix. Ich wollte zu dir kommen, dann hat Malzahar sich gedacht, ich gehe da hinten. Und dann dachte ich, ich will Malzahar helfen und dann waren alle da. Ja, Blattspinat ist halt wirklich reine Geschmackssache. Also ich mag ihn zum Beispiel gar nicht. Ich mag, na, das ist, also Spinat finde ich gar nicht so schlimm, vom Geschmack her. Ich mag bloß beim Rahmspinat diese Konsistenz nie, dieses Breiige mit bisschen Festen drin. Ja, das ist wie ausgekotzt. Ja. Das ist ja wirklich wie ausgekotzt. Mal gegessen. Gut, wir haben den Herald. Kuchen fast fertig, wo bleibst du? Was für Kuchen machst du? Machst du jetzt wirklich direkt den russischen Zupfkuchen? Übrigens ist mir eingefallen, Diona, wenn du jetzt wieder da bist. Ich weiß, wann ich wirklich mal in Berlin bin. Ich hatte tatsächlich geplant, mit dem anderen schon ausgemacht, nächsten Frühling zur TwitchCon in Berlin zu sein. Wer hat denn heute geschrieben, dass er Berliner ist? Ich bin gerade total verwirrt. Was bist du denn von mir, Irelia? Ich verprügere die Irelia komplett. Aus, guck dir mal die Lebensleiste von dir an. Aber mach ich das nicht. Ach komm schon. Nee, nee, da sind drei Leute oben, lass mal. Ich will einfach nur hier raus. Oh, ich mach noch mein Wolfscamp, dann gehe ich mal Base. Sag mal so, wenn ich drei Leute wie Toplane ziehe, können wir dann eigentlich andere Sachen machen in der Zeit. Ich bin halt kein Damage-Dealer. Jo. Oh oh. Okay, nix, oh oh. Dead! Job! Die Irelia hat hier oben keine Lust mehr. Das ist irgendwo verständlich, so wie du die da oben vermöbelt hast. Das ist aber lustig. Chemnitzer, die Heimatstadt grüßt. Du kommst auch aus Chemnitz hier, oder? Bist jetzt nur in Berlin. Das ist natürlich dann interessant. Also, ich bin on the way. Aber ich komme da nicht ran. Unsere Ashi ist ein bisschen suizidal, die geht da von hinten drauf. Mhm, ich merk's. Das heißt aber, ich muss in der Nähe bleiben. Komm. Komm. Ansonsten machen wir den Tower einfach. Ja. Ich mach aber einen Kill, glaube ich. Ja. Geiles Feuerwerk! Du verstehst zu feiern! Intuitive hat schon zweimal Puls. Danke für den Resub, Mandy, mein allererster Resub. Hallihallo! Willkommen zurück! Dass du dich hier wohlfühlst, dass du Bock hast, hier länger zu bleiben, das freut mich. Okay. Ich tank hier den Tower. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich gedacht, ihr macht den Tower. Nee, aber irgendwie dachten sie alle, nope. Oh Gott, sind wir hier in einer. Komm ich hier raus? Komm ich. Ich komme raus! Das wird Chemnitz gesprochen. Ist so. Chemnitz. Was bauen wir denn noch? Wurmox, wie immer. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir bauen, bauen wir Wurmox. Richtig. Ich komme jetzt auf eure Seite, dann machen wir den Tower halt erstmal. Würde ich vorschlagen. Na, nee, das ist mir hier. Komm mal her. Ja.
Ja, ne? Wir sollten dann doch mal versuchen, die Xayah zu fokussen, eventuell. Achso, die hat sich kaputt gemacht. Na gut, dann tank ich den Tower jetzt nicht weiter. Ja, noch lebe ich, aber es tut halt weh. Also ich habe ja gleich da schön, hast du gerade geschrieben, einfach meins lesen. Schon gewusst, dass deine Passive beim Gegner Dark Harvest prockt, wenn er es ready hat. Du meinst, wenn ich hier wiederbelebt werde, ja, der prockt ja alles. Also von daher ist es das vermutlich, dass das auch Dark Harvest geprockt wird. Oder wir switchen einfach, wir rotieren einfach Toplane. Das ist doch einfacher. Oh Leon, jetzt nicht bitte. Ja. Hey Jungs, wo seid ihr? Wir reparieren das gleich, Leon. Muss einmal raus. Sorry. Ich will da nicht unbedingt drauf gehen. Ich hab mir mal die Irelia noch geholt. Ja, wenn ihr das noch macht, die Ash, also haben leider die Leute nicht rechtzeitig rotiert. Reagiert. Dachte ich, erwähn's mal. Ich kann auf die Laterne porten? Das ist ja was. What? Ja, du kannst doch die Jarvin-Standarte porten. Das wusste ich nicht. Die Laterne porten. Die Standarte wusste ich, aber die Laterne wusste ich nicht. Ja. Das ist schon GG? Könnte sein. Wir könnten es finishen, wenn wir einfach uns fokussieren. Ash haben wir ja auch noch dabei, also machen genug Damage dafür. Wir machen genug Damage dafür. Alter, ist Ramos schnell. Da lebt Amumu noch. Welche Elo genau? Silber 3 ist das. Das sieht man, glaube ich, auch, dass das ziemlich entspanntes LoL-Game ist. Ja, das war wirklich tiefenentspannt. Deswegen sage ich ja, Crowd, mal fand meine Gold-Elo, wenn ich irgendwann da ankomme. Nein. Nein, Leon, bitte nicht. Malsa hatte ziemliche Probleme. Ich jetzt Auto spielen. Weiß nicht, wen soll ich denn hier honoren? Wen honorst denn du? Ich nehme die Ashy für GG, weil die war wirklich nicht schlecht. Ja? Ja. Gut. Ich habe das nicht mitbekommen, dann nehme ich die. Natürlich, hättest du nicht so nichts gesagt, hätte ich dich genommen. Eiskalt. Ein S minus Thrash, ja, oder ich hätte Thrash nehmen sollen. 6, 4, 16 Thrash ist schon ordentlich. Das war halt nur ein A minus, ne? 3, 3, 8. Ja, er darf Auto spielen, wird da geschrieben. Ja, mein Kleiner möchte lustigerweise immer Fosa mal ein spielen. Bisschen. Nein, Rocket League im Training.